Die A1 bei Hamburg. Die Autobahnpolizisten Sebastian Fischer, Karina Appmann und ihre Kollegen kontrollieren heute Lkw. Ich will den. Ja, wir haben den. Aber leg mal los. Wir sind gerade Stellheide Richtung Bremen und haben einen Zettel zu der Kontrolle. Die Ladung ragt hinten raus und die Türen sind demnach offen. Habt ihr euer zum Messen mit dabei, wenn ihr da mal rumkommen? Das ist sehr schön, wir kommen dahin. Mach mal hier zurück, würde ich sagen. Ja, wir fahren jetzt zu einem anderen Fahrzeug, was auch an dieser Kontrolle teilnimmt. Die haben ein Fahrzeug mit geöffneten Portaltüren. Da werden meistens irgendwelche Langgüter, Stahl oder Holz mit befördert. Und die sind unzulässig breit und es ist auch ein Problem mit der Ladungssicherung. Und wir haben dafür Special Equipment, um die Breite exakt bestimmen zu können dafür. Und da fahren wir jetzt mal eben hin, um denen das auszuhelfen oder um diese Messung da mal einmal durchzuführen für die. Siehste, gut, dass ich die alten Magnetlote eingepackt habe. Ich wusste schon warum. Da drüben wird er irgendwo stehen, dann müsste man von hier auch erkennen können. Ja, der mit den geöffneten Toren, ne? Mit den roten Türen. Ganz schlecht. Und noch einer mit den. Ach ja, noch einer, standen ja noch zwei. Oh. Au, die werden wir uns auch noch krallen. Dann können sie alle abladen. Das ist gut. Ja gut, dann kümmern wir uns um die anderen beiden dann gleich. Wir sind gleich da. Das wird teuer. Definitiv. Ja, vor allem guck mal, wie weit die rausragen. Ja, okay, fahren wir weiter. Geöffnete Portaltüren, schade Schokolade. Fahr mal vor. Rumäne. Ja, fahr mal vor. Das andere Team hat einen angehalten und wir haben jetzt gesehen, dass hier noch zwei einer anderen Spedition standen, die auch geöffnet sind. Aber augenscheinlich gleicher Absender. Ne? Also genau das gleiche Problem. Und man kann ja jetzt nicht den da ahnden. Es ist ja in der Konsequenz, dass die abladen müssen. Anders wird es nicht gehen. Und dann können wir die jetzt hier nicht weiterfahren lassen. Ne? Bevor die beiden ihre Kollegen unterstützen, sorgen sie dafür, dass die anderen Lkw nicht weiterfahren. Hallo! Es ist ein Problem mit der Ladung. Sprichst du Deutsch? Nein, ne? Romania? Spricht Kollege Deutsch? No. Englisch? No, Deutsch, Rumänien. Auch Rumänien. Gib mal deine EU-Lizenz her. EU-Lizenz, CMR, alle Dokumente. Ja, also wenn man das jetzt, wenn man mal jetzt hier so lang schaut, da sieht man schon, was das Problem ist. Ein Standardsattelauflieger ist 2,55 Meter breit, so wie er breit sein darf. Und man sieht ja jetzt auch schon durch die geöffneten Türen, dass er hier einen Überstand hat. Und wenn man das auf der anderen Seite dann schaut, genau das gleiche in grün. Ne? Und das ist halt einfach nicht zulässig, weil er ungenehmig breit ist. Aber hier sieht man es ja nochmal extrem, weil er so aufsteht. Ne? Und da drüben halt auch, das messen wir gleich bei dem hier auch nochmal nach. Aber die Konsequenz wird für die auch sein, Ende der Reise, weil sie zu breit sind und keine Genehmigung dafür haben werden. Es ist teilbare Lage, dafür gibt es auch keine Genehmigung. Sebastian Fischer kontrolliert die Ladungspapiere des Lkw. Das ist total? Ja. Dänemark. Nach Gelsenkirchen geht das jetzt zu irgendeiner Baustelle, so wie das aussieht, sind irgendwelche Betonelemente. Wiegen knapp 23.000 Kilo. Wir müssen das jetzt gleich einmal durchschauen. Genau, einmal das. Die drei Lkw haben dasselbe Ziel und dasselbe Problem. Hier. Ja. Das guckt raus. Und dann machst du auf. Ja. Und dann zu breit. Verstehst okay. du? Das Problem, und da vorne Kollege auch Problem. Ja? Wurscht. Ja. Open. Ja. End Traffic. Moment. End Traffic. King. Jeder. Wurscht. LKW. Knockout. Ja, großes Problem. Genau. Ja. Und deswegen. Und neue Recommendation Mechanik. Ja. Und. Ja,
Aber das Problem ist zu breit. Ja. Er sagt gerade, dass bei einem Kollegen ist die Tür wohl während der Fahrt aufgegangen und dann gab es einen großen Knockout. Kannst du mal fragen, ob da die Rutsch drunter ist? Ich sehe mir nichts. Hier? Gummi? Hast du Gummi drunter? Hier? Gummi? Gummi? Ja, warte. Also wenn man das jetzt so sieht, also die Frage ist jetzt, ob da Anti-Rutsch-Materialien drunter sind unter diesen 23.000 Kilo Beton. Weil wenn man mal so durchguckt, da sind ja gefühlt 5 oder 6 Gurte nur. Dadurch, dass etwaige Zertifikate für diesen Aufbau nicht mehr vorhanden sind, ist diese Ladung eigentlich, also wenn da nicht Anti-Rutsch-Material drunter ist, faktisch überhaupt nicht gesichert. Ne? Oh, er sagt nein, hat er das. Nein, also das ist die absolute Vollkatastrophe, was hier ist. Also da muss irgendwas drunter. Wir machen das gleich einmal komplett auf und gucken, wie viel hier gesichert wurde. Aber es wird viel, viel zu wenig sein. Wenn man jetzt hier mal reinschaut, ihr habt jetzt so auf den ersten Blick 6 Spanngurte. Scheinen die großen Ratschen zu sein. Also man kann jetzt so, ohne das jetzt genauer zu prüfen, sagen, dass 3 Tonnen gesichert sind von 23. Also es ist faktisch nichts. Ne? Also das heißt, wenn er ausweichen würde oder bremsen würde, können die in alle Richtungen losgehen. Und ich sage mal, da sind jetzt hier, ich weiß nicht, wie lang die Dinger sind, oder 18 Meter, 15 Meter Länge, 5 oder 4 Stück davon. Wenn das aber Straße liegt, ja, braucht man sich nicht ausmalen, was dann passiert. Ne? Das ist die absolute Katastrophe eigentlich. Ne? Also sowas will man eigentlich nicht auf der Straße haben. Sebastian Fischer und Carina Appmann messen jetzt, wie breit die LKW sind. Das ist so ein Falllot, das ist mit Magnet, das kann man dann hier irgendwo dranhängen. Machen wir bei ihm gleich an den Türen, dass man das dann auf dem Boden genau markieren kann. Und dann kann man, das hängen wir an beide Türen dran und dann messen wir den Abstand dazwischen, dann können wir genau sagen, wie breit er ist. Dass das dann halt auch eine gewisse Gewichtsverwertbarkeit hat. Ne? Die Überbreite kann auf engen Fahrbahnen, in Baustellen oder Kurven gefährlich werden. Okay, 2 Meter vor. Der Fahrer wollte den Transport mit den fixierten, umgeklappten Türen sicherer machen. Doch das verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Sebastian Fischer misst mit einem geeichten Gerät nach. 2,75. 2,60. Too much. Limit ist. Das ist absolut ein Max. Ne? Die Breite der LKW ist nicht das einzige Problem. Sebastian Fischer findet noch weitere Mängel. Das ist ja genau unsere Intention, solche rollenden Zeitbomben, muss man ja eigentlich schon sagen, aus dem Verkehr zu ziehen. Und es ist ja einfach nicht damit getan, davon auszugehen, dass alles gut geht.